etwas improvisiert, oder? Wenn das hohe Gericht tagt, dann immer freitags und immer auf der Zentralwiese in der Mitte des Märchenreichs. Das Mobiliar macht einen unbequemen Eindruck. Mitnichten. Der alte Geppetto hat die Möbel aus Zauberpinienholz gefertigt. Oh. Ach, bis letzte Woche konnten Tische und Stühle sogar noch sprechen. Aber man empfand es als störend, wenn sie immer ihren Senf zu allem dazugaben. Ja, deshalb hat Maleficent sie zu ewigem Schweigen verdonnert. Ha, welch eine Wohltat. Wer wird mit mir zu Gericht sitzen? Ah, Moment. Juli. Letzte Woche waren dran die 6 Schwäne. Was für ein Geflatter. Diese Woche sind dran der gestiefelte Kater und sein Gegenspieler, der große böse Zauberer. Oh. Aus Fairnessgründen wechseln wir immer ab. Gerichtstag! Gerichtstag! Gestiefelter Kater und großer böser Zauberer, bitte auf die Zentralwiese! Miau! Diese blöde Glocke hat alle Rebhühner aufgescheucht. Mau! Gerichtstag? Muss das sein? Ja. Was ist denn mit der Holle? War vor 14 Tagen dran. Nun gut, Miau. Was bin ich? Verteidiger. Und was bin ich? Ankläger. Ah, sehr schön. Ja, war ja klar, dass der Depp auch wieder mit von der Partie ist. Hey, mehr Respekt. Ich bin der große, böse Zauberer. Ja, ja. Hoffnungslos, selbst überschätzt und großkotzig. Ja, fragen Sie ihn mal, ob er sich mau in eine Maus verwandeln kann. Wie? Nix, nix. Darf ich mich vorstellen? Ich bin Merlin und werde als Richter fungieren. Konkurrent? Warum bin ich nicht gefragt worden? Dafür haben wir jetzt keine Zeit. Stellt euch nicht so an und begrüßt den werten Merlin aus der Sagenwelt. Was wird verhandelt? Moment. Ein Kater. Oh ja. Verhandelt wird der Fall Märchenwelt gegen bösen Wolf. Einen bösen Wolf, miau, verteidigen. Na super, null Chance, miau. Ich klage ihn an, die Großmutter und Rotkäppchen gefressen zu haben und, 6 von den 7 Geißlein. Fertig, wir gehen. Halt. Hier geht es um mehr. Alles muss seine Ordnung haben. Beweisaufnahme mit Zeugenaussagen, Plädoyer und Rechtsprechung. Meine Herren, nun denn, alles nach Vorschrift. Wie lautet die Anklage? Ja. Der böse Wolf aus dem Märchenreich wird beschuldigt. Nicht nur sein Kater. Der böse Wolf aus dem Märchenreich wird beschuldigt. Nicht nur sein eigenes, sondern auch verschiedene andere Märchen durch Sabotage ins Chaos gestürzt und damit ihren normalen Ablauf massiv gestört zu haben. Strafbar als massiven Behinderung des normalen Märchenablaufs gemäß Paragraph 2483 Absatz 3 und 5 des MSTGB. Des what?
des Märchenlandstrafgesetzbuchs. Gott, miau, Todesstrafe aufhängen. Hey, 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 du haarige Nervensäge. Das ist doch mein Job, das habe ich zu bestimmen. Ruhe im Gericht. Wie bekennt sich der Verteidigung? Na gut, daneben nicht schuldig, miau. Nicht schuldig, euer Ehren. So viel Zeit muss sein. Und Füße runter, Kater. Füße runter! Miau. Sofort! Herr Wolf, haben Sie etwas zu Ihrer Verteidigung zu sagen? Ich verweigere die Aussage. Oh, miau, das ist nicht dein Ernst. So kommen wir Mao ja nie hier raus. Hm. Das ist sein gutes Recht. Haben wir Zeugen hier? Ja, wir haben sogar Nebenkläger. Oh. Das Rotkäppchen und ein Vertreter der sieben Geißlein. Kater! Bitte! Ah, Fräulein Rotkäppchen. Was haben Sie uns in dieser Angelegenheit zu berichten? Er ist nicht gekommen. Weder in meinem Märchen noch zu den sieben Geißlein. Der Brunnen war leer und die Wackersteine liegen noch nebendran. Das siebte Geißlein hier ist in der Standuhr fast verhungert. Es ist noch ganz traumatisiert. Ah, danke. Haben die Herren noch Fragen? Nein. Ja. Fräulein Rotkäppchen, bitte halten Sie sich zur Verfügung, falls wir noch Fragen haben. Fahren wir fort, Herr Kollege Zauberer. Oh, unter anderem haben wir hier die Zeugenaussage von Don Röschen und Maleficent, dass die Spindel gefehlt hat. Ja. Unter anderem? Nun, dann starten wir mit der Beweisaufnahme für die Sabotage der verschiedenen weiteren Märchen. Ja, und Zwerge, wie niedlich, Mau. Es ist ein Skandal. Eine Katastrophe. Verschüttet. Da Hingebeinchen habe ich gerade noch so aus dem Schutt bekommen. Alle unsere Kameraden. So ein maskierter Kerl war das. Falsch. Ich habe den Wolf gesehen. Ach, wir fordern Gerechtigkeit. Freiheit für die verschütteten Zwerge. Hohes Gericht. Walten Sie Ihres Amtes. Jäger. Miau. Öffne das Portal. Portal? Damit können wir einen Rückblick zu jeder Zeit und zu jedem Ort im Märchenreich werfen. Ja. Wie war das mit den mit Schneewittchen? Ah, wählt die sieben Berge an. Ja. Watch and learn. Auf! Wenn der gläserne Sarg kaputt geht, dann können wir Schneewittchen wieder in deinem zu kurzen Bettchen aufbahren. Und wir haben doch nicht die Bude aufgeräumt. Oh, ja, ja. Das Ding ist aber auch so schwer. Ja, ja. Zum Glück liegt sie noch nicht drin.
Warum eigentlich? Die kommt nicht. Ich verstehe das nicht. Warum kommt die denn nicht? Meine Nerven. Hier sie gesehen. Nicht da. Ach, zum Glück, da ist sie ja endlich. Wo ist dieser beknackte Apfel? 5 Stunden habe ich gebraucht für den Vergiftungszauber. 2-mal bin ich beinahe tot umgefallen, bevor ich die richtige Stelle zum Reinbeißen gefunden habe. Und jetzt ist er weg. Oh. Habt ihr vielleicht einen Apfel gesehen? Rot. Mit einer weißen Seite. Och, böse Königin, lass doch. Bringt nichts mehr. Wir sind schon hier. Genau, ist doch ein alter Hut mit dem vergifteten Apfel. Ja, genau. Ja, aber ich muss doch. Nö. Aber der Spiegel. Nö. Aber warum haben wir denn dann diesen scheiß Glassack rumgeschleppt? Weil ich ihn mit nach Hause nehmen muss. Aber ich lieg doch gar nicht drin. Ich find den Sargaffen geil. Ist mir wurscht, ob du drin liegst oder nicht. Moment, so geht das aber nicht. Ihr sollt euch doch verlieben. Ja. Lasst mich doch alle in Ruhe. Behämmerte Verlieberei. Schneewittchen ist die langweiligste Prinzessin von allen. Diese Haare mit Schleifchen. Oh, ist das gemein? Meinst du denn, mir gefällt das Outfit? Kann ich nicht ausnahmsweise die Königin kriegen? Nö! Na gut, spielen wir den Käse halt durch. Spieglein, Spieglein an der Wand! Wer ist die Schönste im ganzen Land? Frau Königin, ihr seid die Schönste hier. Sag ich doch. Klappe! Aber die Süße da drüben ist noch 1000-mal schöner als ihr. Ich hab den Apfel gefunden! Ich hab den Apfel gefunden! Hey! Los! Reinbeißen! Was denn? Wie? Kein Gift? Dieser vermummte Kerl, der hier vorhin durchkam, der muss die Äpfel vertauscht haben. Ich habe aber komischerweise nur den Wolf gesehen. Ach, ist doch jetzt auch egal. Leg dich in den Sarg, zack, zack. Also gut, ausnahmsweise stelle ich mich tot. Aber nur, wenn ich nachher auch einen Kuss kriege. Na, die Knutscherei. Meinetwegen. Ich beantrage einen Labello-Zuschlag. Du kommst mit, Königin. Die glühenden Pantoffeln stehen schon bereit. Ich muss weiter. Ich stehe schon wieder unter Zeitdruck. Dieser Leihprinz, er war eine herbe Enttäuschung. Der hat sich in Dornröschen verknallt und weigert sich, eine andere zu küssen. Oh. Was, die glühenden Pantoffeln? Können wir die nicht ausnahmsweise weglassen? Jedes Mal kann ich 3 Tage nicht laufen. Okay. Wenn du mit mir ausgehst, dann lasse ich sie weg. Na gut, ist mal was anderes. Hey, hey, hey. Und was ist mit unseren Kollegen?
Das kannst du vergessen. Als Zwerg bist du mal wieder der letzte Depp. Oh. Zu Hause liegen unsere Schaufeln. Wir buddeln sie selber aus. Ja. Hey, könnt ihr mal mit anpacken? Wir sind normalerweise immer zu sieb. Hau, ruck! Auch hier wurde wieder der Wolf gesichtet. Miau, aber auch ein geheimnisvoller, unbekannter Mau im schwarzen Umhang. Ach, so ein Quatsch. Hinz und Kunz läuft bei uns im schwarzen Umhang rum. Aber der Wolf hat in diesem Märchen definitiv nichts verloren. Der Wolf, Miau, wurde nur von einem Zwerg, angeblich Mau, gesehen. Keiner hat ihn bei der Sabotage Mau beobachtet. Darf ich daran aufmerksam machen, dass der Wolf im Rotkäppchen-Märchen nicht erschienen ist? Die Großmutter und Rotkäppchen haben ihn ja sogar gesucht. In dieser Zeit hätte er durchaus in den anderen Märchen für Unruhe sorgen können. Nun gut, Miau, zur Kenntnis genommen. Wow. Ach, Sie haben doch keine Ahnung. Ich wollte doch nur... Ja, was? Sprechen Sie! Ich dachte nur, dass... Ja? Nichts. Vergessen Sie es. Ganz wie Sie wünschen, Herr Wolf. Was haben wir noch? Ich fahre mit meiner Beweisführung fort und rufe in den Zeugenstand Aschenputtel! Nix da! Die muss die Treppe putzen! Stattdessen ja meine Töchter befragen. Sie sind zwar nicht die hellsten. Mama! Aber eine von ihnen wird den nächsten Prinzen heiraten. Genau! Ruhe im Gericht! Wenn die Zeugin Aschenputtel aufgerufen wird, dann hat sie hier zu erscheinen. Papalapap, sie alter Zausel! Ruhe auf dem Gerichtsplatz! Sonst bekommen Sie 300 Goldtaler Bußgeld oder ersatzweise 3 Tage Ordnungshaft aufgebrummt. Noch einmal und ich werde Sie des Platzes verweisen. Öffnen wir in Gottes Namen dieses Portal, damit wir sehen, was sich da zugetragen hat. Meine Herren Musikanten! Portal! Portal! Da hat sie zu schleppen, die blöde Kuh! Hatte ich nicht gesagt, du sollst die Linsen sortieren, während wir auf dem Ball sind? Gerade habe ich mit dem Prinzen getanzt. Er hat uns der Jäger aus dem Ballsaal geholt. Ich finde, das war besser so. Er hat schon ganz gelangweilt geguckt, wenn er mit so einer lahmen Trine tanzen muss. Dich hat er nicht mal aufgefordert, du... Was ist denn jetzt Aschenputtel?
Hier haben die Tauben die Linsen nicht sortiert. Ach du liebes Bisschen, was ist das denn? Die Taube tot, aber was macht ihr eigentlich hier? Solltet ihr nicht auf dem Ball sein? Mein liebes Aschenputtelchen, hier ist die gute Fee. Ich habe schon die Mäuse für die Pferdeverwandlung dabei. Juhu! Mäuse, niam, niam. Wozu Pferde draus machen? Juhu! Bist du bereit, Kindchen? Also nicht wirklich. Da gibt es ein Problem. Fein, fein. Dann fangen wir gleich an. Mit was? Huch. Was macht ihr denn hier? Das frage ich Sie. Ich bin doch die gute Pfeffi. Oh, ach du liebes Bisschen. Was für ein Schlamassel. Die Taube ist tot, gute Fee. Ich merke gerade, die Mäuse auch. Hab sie wohl ein bisschen zu doll geschüttelt. Nun, lassen wir die Linsen. Also, das kommt überhaupt nicht in Frage. Ach, das ist mir doch jetzt zu blöd. Du hast sie vergiftet. Ich? Wieso sollte ich? Mädchen? Ja, Mama! Wir gehen jetzt wieder auf den Ball. Und die kleine Putze da, die kommt nicht. Freie Bahn, um uns den Prinzen zu angeln. Oh ja, dann kann ich endlich mit dem Prinzen tanzen. Ich bin die bessere Tänzerin. Ah, du mit deinen X-Beinen. Ah! Auf, Mädchen. Waren unsere Chancen besser? Ruhe jetzt und kommt. Ja, Mama. Dann wirst du ja wohl nicht nachkommen, Aschenputtel. So, dann fangen wir mal an. Zuerst die Kutsche. Ach, das hat doch gar keinen Sinn. Die Linsen sind nicht sortiert. Ich kann nicht weg. Na und wo ist denn bloß mein Zauberstab? Eben hatte ich ihn doch noch. Nee. Das gibt's doch nicht. Auch nicht. Oh, ich glaube, heute wird's wohl nichts mit der Verwandlung. Vielleicht ein andermal. Ich muss erst meinen Zauberstab finden. Aber, Kindchen, tut mir leid. So eine verdammte Scheiße. Ich will mein Happy End. Und wo ist der Prinz? Und was soll ich mit dem blöden Schuh hier? Der gehört doch ins Schloss. Den ganzen Tag umsonst gackert. Und was mache ich mit der toten Taube? Oh, das ist ja voll eklig. Und die vergifteten Linsen? Da könnte ich ja ein leckeres Essen für meine lieben Stiefschwestern und meine herzige Stiefmama zubereiten. Sehen Sie, hohes Gericht, da war nur eine Gestalt in einem schwarzen Umhang zu sehen. Ich war nicht dabei. Das entlastet mich doch. Langsam, mein Freund Miau. Noch bin ich der Verteidiger, Miau. Ja, doch wohl eher halbherzig. Ich halte diese ganze Veranstaltung für eine Farce. Dann haben Sie sich endlich entschlossen, auszusagen? Das nun wieder nicht. Ich kann nichts sagen. Na, das ist doch äußerst verdächtig. Euer Ehren, so wie der rumdruckst, hat er doch was zu verbergen. Naja,
was will man schon von einem bösen Wolf erwarten? Was? Nur, Moment, weil er einen festen Platz in einem Märchen hat. Das Miau ist nicht fair. Mau, der wilde Eber aus dem tapferen Schneiderlein, ist ein guter Freund von mir. Das wundert mich nicht. Dann fahren wir fort. Ohne mich. Was? Ich mach da nicht mehr mit. Ich gehe. Was? Halt! Keinen Schritt weiter! Jäger! Jäger! Tja, wo ist er? Der ist nicht da. Was für ein Glück für mich. Kater, jetzt halten Sie ein, meine Herren, halten Sie ein. Es ist genug. Der Jäger wird ihn schon wieder einfangen. Wir brauchen dringend eine Pause. Oh, meine Damen, wie erfreulich. Würden Sie mir die Ehre erweisen und die Pause mit mir verbringen? Aber natürlich. Sie müssen uns unbedingt von Ihrer aufregenden Arbeit erzählen. Und von den Rittern der Tafelrunde. Ja. Aber ich persönlich stehe ja mehr auf Weisheit. Mhm. Ja, und auf Magie. Mhm. Und weiße Bärte. Mhm. Du, Rosenrot, die Leute sind ja noch da. Oh. Gönnen Sie sich doch auch eine märchenhafte Pause.